Herzlich willkommen zu unserer aktuellen Wochenschau rund um den Smokersbell Newsletter, der Kalender der Woche 2023. Schön, dass Sie dabei sind und schön, dass Sie reinschauen. Idealerweise haben wir unsere fünf Sinne nicht nur beieinander, sondern wir nutzen sie auch mit Genuss. Welche Jahreszeit wäre da nicht besser dazu geeignet als diese? Wir sehen zurzeit zartes Grün und leuchtend gelben Löwenzahn. Er riecht Flieder und frisch gemähtes Gras. Wir fühlen die Sonne und den Regen. Wir schmecken Kartoffeln, Erdbeeren und Spalt. Nur beim Zuhören hapert es mitunter. Denn viele Menschen tragen einen Knopf im Ohr und bekommen gar nichts mit. Es lohnt sich doch, möglichst oft in die Natur zu fliehen und ihre kleinen Kulisse zu lauschen. Vom enthusiastischen Vogelchor am Morgen über das Bienensummen und Wasserplätschern bis hin zum Rauschen einer Pappel. Perfekte Harmonie und so wohltuend für unsere Ohren. Suchen wir Gemütlichkeit und Ruhe, da gibt es natürlich auch anheimende Begleiter. Die Kerze auf der Terrasse, natürlich auch im Haus, sie sorgen für eine wohltuende Atmosphäre. Und zum Anzünden einer Kerze gehört natürlich entweder ein Streichholz oder ein modernes Feuerzeug. Und damit sind wir bei unserem Intro-Artikel mit Big. Und dann sind wir bei Big. Und da darf ich Sie einladen zu einer Big-Vorstellung, und zwar zu einem Mini-Stab-Feuerzeug, das jetzt in Deutschland in 8 Farben erhältlich sein wird. Und auch da haben wir 4 Artikel, diesmal etwas sparsam. Wir haben einmal ein Zigarren- und ein Pfeifentabak-Review. Und wir haben eine Idee bzw. eine Erklärung, wie Tabakzigaretten entstehen. Und zum Thema Weaving haben wir auch noch etwas zu melden. Und damit wir gewinnen mit Bauer und Flower in die neue Gewinnspielrunde, die wir diesmal mit der deutschen Spirituosenmanufaktur durchziehen. Und das schon entdeckt, eintauchen in die Welt der Davider Pomidore. Wir laden dazu ein. Unter Trinkbar haben wir 8-mal Spirituosen verschiedenster Art, verschiedenster Couleur und verschiedener Geschmäcker. Weiter steht es dann bei uns unter Pop of the Geek. Und da ist die CAO Gold auf Eierlaune. Hervorragende Auszeichnung und dazu noch ein Kurzbeitrag zum exquisiten Raucherlebnis der Gold Maduro. Den Windgucker der Woche, deutsche Bieter den ganzen Sommer. Italiens beliebteste Zigarre, Toscana, ist bei vielen Events mittendrin und nicht nur dabei. Unter Besuchbar, 2-mal berichten wir von der Villiger Brand Amazon Tour mit Felix Warnhorst. Wir haben 2 Beiträge aus dem Hause Estelle zu Events in Kronau und Duisburg. Und wir weisen auf den Big Smoke Austria hin, beziehungsweise haben zum Schluss dann auch noch eine Information zu unserem neuen Partner, der sich in der Weblounge Platz geschaffen hat, einen Platz an der Sonne gebucht, Matthias Lüders. Das Lädchen Lüders aus Oberbiel. Unter Drinks am Rhin, tiefrot und bittersüß, Bourjour Pampey, der erste Aperitif im Portfolio der Sirmatre GmbH. Unter Brauchbar, dann 2 Präsentationen, einmal aus dem Feuerzeug und aus dem weiteren Zigar-Accessoires-Bereich. In unserem Media Center begrüßen wir einmal mehr Michael Blumendörler. Michael Blumendörler war Ende des Monats April unterwegs. Er war in der Dominikanischen Republik, er war in den USA und er war in Nicaragua. An allen 3 Standorten hat er die Villiger Produktion besucht und hat uns dazu im Interview viele Informationen mitgebracht. Hier das Interview mit Michael Blumendörler. Der Webpartner der Woche bei uns ist das Haus Peach. Peach mit allen Sinnen genießen aus Kirchhain. Hinweisend habe ich dann noch auf unser Abschied
mit den verschiedenen Rubriken brauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Das waren dann einmal mehr die Smokers-Planet-Nachrichten, die Nachrichten aus unserer Nachrichtenküche. Kompakt hier zusammengefasst. Aber dann kommen wir noch einmal zurück auf Hören und Zuhören. Denn das ist zweierlei. Deshalb gibt es auch im Englischen zwei Begriffe dazu, nämlich to listen and to hear. Echtes Zuhören ist eine Kunst, die uns im Alltag zu sehr beliebten Gesprächspartnern machen kann, aber da wir auch selber oft viel Interessantes zu erzählen haben, muss dies trainiert werden. Und dort treffen wir immer mal wieder auf Menschen, die sich so gar nicht beherrschen und uns einen ganzen Abend lang zutexten möchten. Es spricht nichts dagegen, auch einem Dauerredner eine Zeit lang Gehör zu schenken oder ein Ohr zu leihen, wie die Briten sagen. Aber in dem Moment, wo es halt ein bisschen zu viel wird, darf man sich auch höflich verabschieden. Zum Beispiel, ich muss mein Glas nachfüllen oder ich habe gegenüber einen Freund frühere Tage getroffen. Aber bitte mit Freundlichkeit. Bitte mit Freundlichkeit verabschieden. Wenn wir dann einen Menschen zurücklassen, der sich wertgeschätzt fühlt, dann haben wir sogar einen sechsten Sinn bewiesen. Ich wünsche Ihnen an Eindrücken und Erlebnissen reiche Tage, so viele nette und überwiegende kurzweilige Abende, wie es eben geht, und ansonsten Geduld. Genießen Sie den Spätfrühling und das Licht, das jetzt immer länger bei uns bleibt. In diesem Sinne und in aller Freundschaft wünsche ich Ihnen Fröhlichkeit und Gesundheit. Leben Sie das Leben und holen Sie den Genuss. Ihr Klaus-Peter Will.